Hallo, herzlich willkommen bei Wetzlar Automobile, liebe Alfa Romeo Freunde. Es gibt ja manchmal so Autos, die sind so unfassbare Sympathieträger, ja? Und hier steht einer von diesen Autos. Ich bin mit dem nämlich, also die Geschichte zu dem Auto, hier kam ein Eigentümer rein, der jetzt in Rente gegangen ist, hat dieses Auto viele, viele Jahre gehabt, hat mega viel in das Auto gesteckt, ich habe so eine Historie, da komme ich gleich nochmal zu, kommt hierher und sagt, Mensch, Ingo, kannst du das Auto für mich in Kommission verkaufen? Ja, sage ich, klar, kann ich machen. Nun finde ich die aber ziemlich cool, diese Autos, und habe dann gesagt, lass mich mal eine Runde fahren. Dann bin ich mit dem Wagen gefahren. Ich, was ist denn mit dem los? Ja? Mega Druck, mega, also hat so einen Spaß gemacht. Gleich ganz viel sympathische Daumen hoch auf meiner Probefahrt. Bin ich hier angekommen, habe ich zu ihm gesagt, kaufe ich dir direkt ab. Weil ich fand den so cool und ich mag Alpha sowieso. Ich würde gerne Juniors kaufen, wenn jemand GT Juniors hat und verkaufen will und noch irgendwo in der Garage rumstehen hat, gerne anrufen. Ich kaufe ihn, wenn der Preis stimmt. Das ist ein, der hier ist ein Auto, es ist ein 1300S aus Baujahr 72. Ich komme gleich noch zu der Historie, ist hier alles fest, alles belegt und so weiter. Der Wagen hat aber einen 1600er Motor und eine scharfe Nockenwelle und 1600er Hinterachse. Und der Wagen hat, in dieses Auto wurden so viel Gelder reingesteckt. Ich habe hier, also den alten Brief habe ich noch da. Guck mal, da kommt gerade unsere Bianca, das ist jetzt unsere neue Mitarbeiterin hier. Da läuft sie. Cool, dann hat er so ein, hier gibt es irgendwo in diesen Unterlagen so einen Zettel, ganz süß, da ist so Autosymbole raufgemalt, an der Steigung stehend so, an der Steigung stehend so und gerade, da steht dann bei Steigung so, bitte Handbremse, ersten Gang starten, bei so Rückwärtsgang und Handbremse und starten, hat was mit der Nockenwelle zu tun, die Fachleute wissen wahrscheinlich warum, steht sogar eine Erklärung dazu. Dann hat er hier so auch geschrieben, tanken, super plus, waschen, keine Waschstraße. Öl das letzte Mal gewechselt bei 55.584 Kilometer. Was für ein Öl hier, Le Mans 20W60, Ventilspieleinlass 30, Auslass 35 und also geprüft bei 55.584. Also wer sich dieses Auto kauft, kriegt so ein Spaßauto. Ich habe, da sind Recaro-Sitze drin, ich habe aber noch die Originalsitze, ich habe die Original-Stoßstangen dabei, alles dabei. Dann ist hier, ich habe wie gesagt hier der alte Brief und so weiter, ein mega viele Rechnungen von der Runde. Der hat eine Motorrevision hinter sich. Hier steht eine Historie, hier steht also Alfa Romeo Giulia 1300 Super. Fahrgestellnummer, dann 1.2025.1.72 in Treviso, Italien, erster Besitzer Luigi und so weiter. Dann geht es hier, Kaufpreis damals 1.810.000 Lire. Dann 91 Besitzerwechsel, 98 Import nach Deutschland und seit 2003 als historisches Fahrzeug zugelassen. Also es ist alles widerlegt und alles belegt hier. So, pass auf, und jetzt kommt hier, und das finde ich, Investition. Was gemacht wurde bei diesem Auto, das könnte ich euch alles vorlesen. Hier steht eine irre lange, halt jetzt mal drauf, dann kann man das mal auf Standbild machen. Da steht, was gemacht wurde. Dann kommt das hier, nächste Geschichte. Also Motorrevision, alles, das ist immer komplett gemacht. Wahnsinn, GTV-Auspuff hat er. Wahnsinn, oder? Also in das Auto ist so viel Geld gegangen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt steht er hier bei mir. Wir gucken uns mal das Auto an. Eine alte Betriebsanleitung gehabt. Hier, Thomas. Hier ist noch eine alte Betriebsanleitung aus Original zu dem Auto. Upsala. Hier. Und das muss auch da rein. Da nach oben. Okay. So, jetzt gucken wir uns das Auto an, Freunde. Also, cooles Ding, oder? Allein die Optik ist schon Hammer, finde ich. Das ist auch ein bisschen tiefer, hat, glaube ich, ein anderes Fahrwerk drin. Alles ist eingetragen bei dem Auto, ja, also ist nicht irgendwie was gemacht, und doch nicht, gibt Fotos von der Motorrevision, da kann man sehen, Motor auseinander, alles geplant, gemacht, getan, Hinterachse sieht man komplett neu, aber eben halt die richtige für einen 1600er Motor. Boah, also ich finde die Farbe mega, der ganze Zustand ist, also ich sehe kein Rost tatsächlich, also ich habe noch nichts entdeckt. Upsala. Hier auch das alles ordentlich und schick, hier noch ein paar. Der ist
megamäßig. Also, wir müssen ihn noch abmelden. Upsala. Jetzt. Deswegen hat er noch Nummernschilder. Cool. Also, ich freue mich jetzt schon auf den Motorraum, weil der Motorraum ist unfassbar. Da kannst du nämlich von essen. Ja? So sieht der aus. Hier die ganzen Dichtungen und so. Es ist alles schön. Alles ordentlich. Guck mal, hier hat man hier rauf. Super. Ne? Die Scheibe sieht gut aus. Es ist wirklich... Komm, wir machen mal den Motor aus und dann gibt es mal einen richtigen Leckerbissen. Jetzt haben wir es. Guckt euch das an. Ne? Cool. Oder? Mhm. Wahnsinn. Hat noch einen Zusatzkühler, glaube ich, hier vorne unten drunter. Ölkühler, weil er ja so ein bisschen auf Rennen gemacht ist. Jetzt gucken wir mal rein. Und was ich so cool fand bei dem Auto, ich bin den ja dann Probe gefahren, ja, pass auf. Dann fahre ich los und dann sind hier unten so Öldruck- und Öltemperaturanzeiger. Und dann war der weiß, der Öldruck, und die Temperatur war blau. Und dann habe ich so gedacht, wieso ist denn eins blau? Und der war ja warm, als er hier ankam. Und irgendwann wurde das Ding dann weiß. Und da wusste ich, alles klar, wenn also die Temperatur stimmt, dann zeigt er dir an, jetzt kannst du Gas geben, weil vorher muss man hier wirklich immer pfleglich fahren, weil das ist schon sensible Technik, wenn so ein Auto so gepusht ist. Und dann macht es richtig Bock, ne? Dann gibst du Feuer, ey, das ist richtig geil. Und die haben natürlich einen Sound, die Alpha hat einen Sound, das ist ja Wahnsinn. Und hier drin sieht alles ordentlich und gut aus, finde ich. Recaro-Sitze, wie gesagt, Originale sind noch da. Auch die Stoßstange ist alles noch da. TÜV hat er gerade neu gekriegt, also alles perfekt. Ich habe jetzt richtig Bock. Also es gibt ja Autos, da macht Autofahren so einen Spaß und das ist einer davon. Und das machen wir jetzt. Jetzt fahren wir mal eine Runde. Okay? Arrivederci! Jetzt fahren wir ein bisschen Alpha. Meine Brille fliegt hier wieder sonst wohin. So. Also der Sound ist sensationell. Echt. Es gibt wenig Autos, finde ich, die sich so anhören wie Alfa Romeo. Boah! Wo hier reinzukommen, ist nicht so einfach. Scheinwerfer gehen auch. Also das ist Spaß pur, echt ohne Spaß. Das ist so ein cooles Autofahren. Und eben hier sieht man, da sieht man die Anzeigen übrigens, die ich vorhin erzählt habe hier. Ne? Achso, da kannst du sehen, jetzt ist das blau, weil es ist erst noch total kalt, der Wagen. Also so wie er läuft, läuft er jetzt, wenn er ganz kalt ist. Ne? Und das kommt dann hoch auf 80 und bei 78, 77 Grad geht dann auf weiß und dann kannst du Feuer frei machen. Also cooles Ding, wer Lust auf ein richtig Spaßauto hat, was technisch absolut perfekt ist und absolut top, auch von unten gut aussieht, Bilder gibt es auf unserer Homepage, vorbeikommen, anschauen, Probefahrt machen und freue ich mich schon richtig drauf, Probefahrten machen richtig Bock mit dem Auto. Thomas.
Ja, würde ich sagen. Und ansonsten auch gerne mal rumkommen, wenn irgendwie mal man in Hamburg ist oder in der Nähe ist. Wir kriegen ja ganz viel Besuch jeden Tag. Und freuen wir uns drauf. In diesem Sinne, danke und viel Spaß bei meinen Videos auf YouTube. Gerne meinen Kanal abonnieren. Und ist uns immer eine große Freude, wenn wir da noch mehr Follower und mehr Abonnenten, heißt es ja, ne, finden. Danke fürs Zuschauen. Ich fahre immer schnell wieder rein. Tschüss.